Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gibt es jetzt auch wieder in der DDR. Den Namen SPD gaben sich heute die DDR-Sozialdemokraten auf ihrer ersten landesweiten Delegiertenkonferenz in Ost-Berlin. Bisher hatte die Anfang Oktober gegründete Partei SDP Sozialdemokratische Partei der DDR geheißen. Mit der Umbenennung wollen die Sozialdemokraten auch Anspruch auf das ehemalige Vermögen der SPD erheben, das sich die SED 1946 durch die Zwangsvereinigung von KPD und SPD angeeignet hatte. Der Wahlkampf hat begonnen für Sozialdemokraten in Ost und West. Bundesdeutsche SPD-Prominenz kam reichlich zur Delegiertenkonferenz der Schwesterpartei. Jede gewünschte Hilfe wollen sie leisten, aber niemanden bevormunden. Das versprechen Johannes Rau, Walter Momper, Egon Bahr und andere dem Vorsitzenden Ibrahim Böhme und seiner Partei. Die Gäste werden mit Ovationen begrüßt. Die SPD hat sich eindeutig festgelegt, wen sie im Wahlkampf unterstützen wird. Egon Bahr meinte später, die Konföderation der beiden deutschen Staaten könne mit der Konföderation der beiden Parteien beginnen. Die Ostsozialdemokraten demonstrieren Selbstbewusstsein. Wir werden bei den Wahlen die stärkste Partei, heißt es übereinstimmend. Und das komme auch der Schwester zugute. Wenn die SPD in der DDR in der Stärke, die wir heute nur ahnen, die Wahlen am 6. Mai gewinnt, dann wird auch unsere Schwesterpartei in der Bundesrepublik gewinnen. Programmatisch, gerade in der Wirtschaftspolitik, bleibt noch manches undeutlich. Aber das Wahlkampfziel ist klar, die Übernahme der Regierung im Bündnis mit anderen Oppositionsparteien, aber nicht mit einer gemeinsamen Wahlliste. Es gilt jetzt, das oberste Ziel unseres Wahlkampfes anzugehen, was da heißt Entmachtung der SED. Und eine Koalition mit der SED komme nicht in Frage. Dann der Höhepunkt. Wie soll das Kind heißen? SDP oder SPD? Damit trägt unsere Partei ab sofort die Abkürzung SPD. Die Mehrheit ist überwältigend. Sozialdemokratische Partei Deutschlands wollen sie sich von heute an nennen, ohne jeden Zusatz. Eine historische Stunde, meint Egon Bahr. Nach über 40 Jahren gibt es wieder eine gemeinsame Sozialdemokratie. Und die Stimmen, die nach einer Vereinigung Deutschlands rufen, werden auch in der Ost-SPD lauter. Der bundesdeutsche SPD-Chef Vogel hat gegenüber DDR-Ministerpräsident Modrow mehr Chancengleichheit für die Opposition gefordert. In dem zweistündigen Gespräch mit Vogel erklärte Modrow, künftig solle der runde Tisch stärker einbezogen werden. Dem Geschäftsführer der DDR-SPD Böhme habe er angeboten, stellvertretender Umweltminister zu werden. Zur ersten deutsch-deutschen Unternehmerkonferenz ist heute eine hochrangige Delegation aus der Bundesrepublik nach Ost-Berlin gekommen. BDI-Präsident Necker sprach von einem sehr positiven Gesprächsverlauf und kündigte eine Fortsetzung des Meinungsaustausches in der Bundesrepublik an. DDR-Wirtschaftsministerin Luft sagte vor den Topmanagern, ihre Regierung wolle mit der sozialistischen Kommandowirtschaft radikal brechen und zu einer Marktwirtschaft übergehen. Unter anderem sollen private Banken zugelassen und nicht wirtschaftlich arbeitende Kombinate entflochten werden, um so den Wettbewerb zu fördern. Ferner stellte die Ministerin in Aussicht, bei für die DDR-Wirtschaft besonders wichtigen Gemeinschaftsunternehmen auch eine ausländische Mehrheitsbeteiligung zuzulassen. Auf Ablehnung stieß heute im DDR-Ministerrat ein Bericht über die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit. Nach Agenturmeldungen aus Ost-Berlin wurde in der Kabinettssitzung angeordnet, den Bericht am Wochenende völlig zu überarbeiten. Innenminister Arendt will dann am Montag die Neufassung am runden Tisch vorlegen. Regierungschef Modrow wird trotz dringender Aufforderung der Opposition auch an diesem Treffen nicht teilnehmen, sondern voraussichtlich erst eine Woche darauf dem runden Tisch Rede und Antwort stehen. Unterschiedliche Verfahren bei Zollerklärungen und Zählkarten sorgen bei DDR-Besuchern für Verwirrung. Im Gespräch mit DDR-Ministerpräsident Modrow kommenden Dienstag in West-Berlin will der regierende Bürgermeister Momper hier für Klärung sorgen. Heute wurde im Bezirk Reinickendorf ein neuer Übergang in die DDR geöffnet. Dank an die Soldaten der Grenztruppen und Oberst Pelz für den zügigen Abbau der Mauer und für die gute Kooperation.
Ein Dankeschön des Bezirksbürgermeisters aus West-Berlin und dann war der neue Übergang offen. Das ist in Berlin schon der 27. Für die örtliche Bevölkerung immer noch Grund zum Feiern. Heiligensee in Berlin und Hennigsdorf im Kreis Oranienburg sind wieder Nachbarn. Die Grenze um Berlin ist durchlässig geworden, dank der Mauerspechte sogar löcherig. Aber an vielen Übergängen gibt es immer wieder Staus. Denn seit einiger Zeit wird wieder genauer kontrolliert. Und auch die Zählkarte, die jeder Besucher aus dem Westen erhält, sorgte für Verwirrung. Gelegentlich verlangten die Grenzbeamten, die Karte vor der Einreise mit Namen, Adresse und Ausweisnummer auszufüllen. Und viele Besucher fragen sich, wozu diese Karte überhaupt gut ist. Die Zählkarte, die dient statistischen Erhebungen. Die Zählungen wurden früher auch schon durchgeführt und wir haben das System vorläufig noch drin. Wie lange das sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber zurzeit ist es noch aktuell. Jetzt hat die DDR noch einmal klargestellt, die Karte ist erst bei der Ausreise ausgefüllt abzugeben. Über die Zählkarte will der Berliner Senat nächste Woche mit der DDR-Regierung sprechen. Ebenso über einige Fälle, wo Westbesucher jetzt auch wieder Zoll- und Devisenerklärungen ausfüllen mussten. Am neuen Übergang im Berliner Norden gab es heute natürlich keine Grenzbürokratie. Hier sind sich Berlin und das DDR-Umland wieder ein Stück näher gekommen. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat sich in Wilna für eine neue Föderation der 15 Sowjetrepubliken ausgesprochen. Nach dreitägigen Bemühungen, die Spaltung der litauischen KP zu verhindern, ist Gorbatschow am Abend nach Moskau zurückgekehrt. Man kann nur spekulieren, was Gorbatschow bewogen hat, heute Morgen zuerst zum obersten Sowjet zu fahren, um hohe Offiziere der in Litauen stationierten Roten Armee zu treffen. War es eine Warnung an die Litauer, diese Region alleine schon wegen der wichtigen strategischen Bedeutung nicht aufzugeben? Oder war es Beschwichtigung der Militärs? Niemand weiß, wie viele Soldaten der Roten Armee in Litauen stationiert sind. Gorbatschow sagte heute, dass im Baltikum Milliarden von Rubel in militärischen Anlagen stecken würden. Wenn es eine Warnung gewesen sein sollte, die litauischen Kommunisten ließen sich nicht beeindrucken. 4 Stunden lang trugen sie heute Gorbatschow noch einmal ihre Argumente für die Unabhängigkeit ihrer Partei und Litauens vor. Und Gorbatschow kämpfte für die Einheit. Und er machte Zugeständnisse wie nie zuvor. Weitestgehende Dezentralisierung, Mitbestimmung für die Republiken. Ja, sogar die Stellung des Politbüros in Moskau, auch seine eigene Funktion als Generalsekretär, stellte er zur Diskussion. Perestroika, meint Gorbatschow, ist gleichbedeutend mit Einheit der Nation. Und als ein Zwischenrufer fragte, ob Gorbatschow denn an der Einheitspartei festhalten wollte, gab der Generalsekretär eine erstaunliche Antwort. Ich sehe keine Tragödie darin, wenn ein Mehrparteiensystem entstünde. Es muss aber den Interessen der Gesellschaft entsprechen. Taktik oder nicht, Gorbatschow tat heute alles, um die litauischen Kommunisten bei der Stange zu halten. Wenn Litauen aus der Sowjetunion ausbricht, das hat Gorbatschow in mehreren dramatischen Appellen klargemacht, dann ist auch das Ende der Perestroika gekommen, mit unberechenbaren Konsequenzen. Gorbatschow wird heute Abend nach Moskau fliegen, um seinem Zentralkomitee zu berichten. Auch das mit unberechenbaren Konsequenzen. Ergebnis dieses 3-Tage-Besuches, Ende offen. Die Spannungen im kaukasischen Vielvölkergebiet der Sowjetunion zwischen den einzelnen Volksgruppen nähern sich offenbar einem Siedepunkt. In den Republiken Armenien und Aserbaidschan droht ein offener, bewaffneter Konflikt. In der Republik Georgien werden die Forderungen nach nationaler Unabhängigkeit immer lauter. In der Hauptstadt Tiflis haben nach einem Bericht der sowjetischen Zeitung Krasnaja Svesta Demonstranten mehrere Verwaltungsgebäude besetzt. Der öffentliche Nahverkehr der Millionenstadt, so heißt es, sei praktisch zusammengebrochen. Ein sogenanntes nationales Verteidigungskomitee sammle gegenwärtig Freiwillige für von Moskau unabhängige Militäreinheiten. Bei ihrem Bemühen, armenische und aserbaidschanische Nationalisten voneinander zu trennen, geraten Armee und Sondereinheiten des Moskauer Innenministeriums immer häufiger ins Kreuzfeuer. Bei schweren Unruhen in der autonomen Region Nagorno-Karabach wurde jetzt ein Offizier getötet, mehrere Soldaten wurden verletzt. Und fast täglich melden die sowjetischen Medien neue Waffenfunde auf beiden Seiten der Front. In einem für Karabach bestimmten armenischen Lastwagen wurden unter Baumaterial versteckt sogar Boden-Boden-Raketen entdeckt. Mittlerweile, so sagt dieser Offizier, vergehe keine Nacht mehr, in der nicht geschossen werde. Und Scharfmacher gebe es offenbar mehr als genug.
Unterdessen hat die radikal-nationalistische Volksfront von Aserbaidschan die Evakuierung aller Armenier aus der Hauptstadt Baku gefordert und mit einem Massenmarsch nach Karabach gedroht. Moskau reagiert, indem es weitere Sondereinheiten in die Krisenregion entsendet. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist es nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS am Abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Meldung ist von tragischen Geschehnissen die Rede, die eine nicht bekannte Anzahl von Menschenleben gekostet hätten. Der rumänische Staatspräsident Iliescu hat gestern Abend im Fernsehen des Landes eine Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe angekündigt. Zuvor hatten in Bukarest etwa 10.000 Demonstranten die Wiedereinführung der Todesstrafe verlangt. In Sprechchören riefen sie, Tod muss mit Tod beantwortet werden. Wenige Stunden vorher war landesweit in Kundgebungen der etwa 10.000 Toten der rumänischen Revolution gedacht worden. Die Demonstranten verlangten außer der Todesstrafe auch die Entfernung der ehemaligen Kommunisten aus der Übergangsregierung, einschließlich des Staatspräsidenten Iliescu. Im bayerischen Rosenheim hat heute der zweitägige Programmparteitag der Republikaner begonnen. Bei der letzten Europawahl hatten die Rechtsradikalen hier mit fast 22% ihr bestes Ergebnis. Auch im neuen Parteiprogramm, das morgen verabschiedet werden soll, wird die Wiedervereinigung mit Berlin als Hauptstadt als wichtigstes Ziel genannt. Beschränkungen für Ausländer und die Ablehnung der europäischen Einigung sind weitere Programmpunkte. In der Rosenheimer Innenstadt demonstrierten etwa 5.000 Menschen gegen die Rechtsradikalen. Die Polizei hatte mehrere Hundertschaften im Einsatz. Zu Zusammenstößen kam es nicht. Im Tennis-Grand Prix von Sydney gelang dem Stuttgarter Karl-Uwe Steeb der Einzug ins Finale. Er setzte sich mit 6:3 und 6:2 gegen den Schweden Mats Wielander durch. Ein Tag nach seinem Erfolg gegen Boris Becker bot Karl-Uwe Steeb auch gegen Mats Wielander in Sydney eine starke Leistung. Nach schneller 4:0-Führung hieß es nach 37 Minuten Satzball für Karl-Uwe Steeb, der vor einem Monat im Davis-Pokal-Finale gegen den Schweden verloren hat. Einer der attraktivsten Ballwechsel und dieser Lobversuch von Wielander geht ins Aus. Erster Satz mit 6:3 an Karl-Uwe Steeb, der wie gestern gegen Becker taktisch klug, praktisch fehlerfrei und mit glänzender Laufarbeit spielte. Und Steeb gewann viele Duelle mit Wielanders Waffen. Bei langen Ballwechsel wartete er auf seine Chance oder auf einen Fehler des Schweden. Herrlicher Passierball von Steeb, der nach 70 Minuten Matchball hatte. Einer der wenigen Angriffe von Steeb. Er wird erfolgreich abgeschlossen. Steeb siegt mit 6:3 und 6:2. Steht damit im Finale, in dem er auf Yannick Noah treffen wird. Das Finale Steeb gegen den Franzosen Noah überträgt die ARD in der kommenden Nacht von 3 Uhr an. Weltmeisterin Maria Waliser gewann heute die Abfahrt der Damen in Haus im Ennstal. Die Schweizerin verwies die Österreicherin Petra Kronberger und Karin Detler aus der Bundesrepublik auf die Plätze 2 und 3. Insgesamt kamen 5 DSV-Läuferinnen unter die besten 12 und damit zu Weltcup-Punkten. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Januar. Das Satellitenbild zeigt den Süden Deutschlands auch heute wieder überwiegend wolkenlos. Ein Wolkenband erstreckt sich von der Ostsee über Norddeutschland hinweg zur Biskaya. Es gehört zu einer Kaltfront, die sich bei ihrer Ostverlagerung auflöst. Danach kann sich auch im Norden vorübergehend Zwischenhocheinfluss einstellen. Im Süden wird der Hochdruckeinfluss allmählich abgebaut. Die Vorhersage für morgen: In der Nordhälfte wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Sonst teils neblig trüb, teils sonnig. Tiefstwerte im Norden um 3, sonst plus 1 bis minus 4, südlich der Donau örtlich bis unter minus 10 Grad. Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad im Küstengebiet und 0 Grad im Süden. Schwachwindig, im Norden mäßiger, an der See auch frischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten:
Am Montag von Nordwesten Durchzug eines Niederschlagsgebietes. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 21.50 Uhr.